Neue iPhone-Modelle mit besonders großem Display verfügen über eine Option namens Einhandmodus. Dank dieser Funktion brauchst du nicht über das gesamte Display angeln. Die Einstellung findest du in den Bedienungshilfen. Sie ermöglicht dir, den Bildschirm herunterzuziehen. Der Rüttelstreifen am Straßenrand soll müde Autofahrer wachrütteln. Wenn die Räder auf diesen Streifen abdriften, wirken der Krach und die Vibrationen wie ein Wecker. Die meisten Küchenscheren haben in der Mitte kleine Metallzähnchen. Du kannst sie ganz unterschiedlich verwenden. Sie befinden sich zwischen den Griffen, dass du Nüsse, Krabben oder Ähnliches knacken kannst. Du kannst damit aber auch Gläser und Flaschen öffnen. Manche Menschen nutzen die Zähnchen auch, um Kräuter zu entstielen. Wenn du an deinem Klinkenstecker drei Ringe siehst, produzieren deine Kopfhörer Stereo-Sound und haben eine Mikrofunktion. Das schwarze Gitter an der Mikrowellentür ist ein faradayscher Käfig. Er verhindert, dass die Mikrowellen austreten, sonst wird dein Essen nicht ordentlich heiß. Die Zahlen auf einem Ei verraten dir etwas über das Produkt. In vielen Ländern gibt es ein spezielles Kennzeichnungssystem. Die erste Zahl steht für die Produktionsmethode. Die folgenden zwei Buchstaben zeigen dir, in welchem Land das Ei produziert wurde, und am Ende steht eine Registrierungsnummer. Sie identifiziert den Legehennenbetrieb. Die erste Ziffer des Codes variiert zwischen 0 und 3. 0 steht für Bio-Eier, 1 für Freilandhaltung, das bedeutet, die Henne durfte im Freien herumlaufen. Die 2 markiert Eier aus Bodenhaltung und bei einer 3 hältst du ein Ei aus Käfighaltung in den Händen. Der schwarze Streifen rings um deine Windschutzscheibe wird Fritte genannt. Er besteht aus eingearbeiteter Keramikfarbe. Am Rand ist er durchgehend, zur Mitte hin löst er sich in kleine Pünktchen auf. Die Fritte macht das Glas stabiler und der Klebstoff haftet besser. Die Fritte schützt auch die Urethandichtung, die die Scheibe im Rahmen befestigt. Sie verhindert, dass die Sonnenstrahlen den Klebstoff zum Schmelzen bringen. Die Punkte dienen dazu, die Wärme gleichmäßiger zu verteilen. Natürlich sehen sie auch ästhetischer aus. Ohne sie wäre der Unterschied vom Glas zum schwarzen Streifen zu auffällig. Hast du schon mal eine Jeans mit einer Extraschlaufe gesehen? Sie wurde speziell für Radfahrer entworfen. An dieser Schlaufe kann der passionierte Radler sein Fahrradschloss befestigen. Viele Reißverschlüsse haben Löcher im Zipper, erst recht, wenn zwei Zipper zusammen Verwendung finden. Durch diese Ringe kannst du ein Schloss schieben, um Taschendieben das Handwerk zu legen. Tastaturen haben kleine Füßchen. Sie dienen dazu, die Tastatur anzuwinkeln. So siehst du besser, welche Taste du drückst. Allerdings ist eine flache Tastatur besser für deine Handgelenke. Menschen, die ohne hinsehen zu müssen tippen können, brauchen diese Füßchen nicht. Ein Olivenlöffel besteht meist aus Edelstahl und hat kleine Löcher. Man benutzt ihn, um Oliven, Kirschen, eingelegten Knoblauch oder andere Produkte aus ihrer Flüssigkeit in Glas, Dose oder Becher zu heben. Die Flüssigkeit fließt durch die Löcher einfach ab. Was denken die sich als nächstes aus? Donuts werden als Ringe geformt, damit sie gleichmäßig durchbacken und nicht an den Rändern zu dunkel werden, während die Mitte noch weich ist. Durch das Loch sind Mitte und Außenseite gleichzeitig fertig. Runde Donuts ohne Loch sind meist mit Creme, Sahne oder Marmelade gefüllt. Ah, lecker. Solche Donuts haben keine Ecken, dadurch gibt es weniger Schwachstellen, an denen die Füllung auslaufen könnte. Wenn du ein Trinkpäckchen zu fest packst, läuft das Getränk über und du saust alles schön ein. Um diese Situation zu vermeiden, kannst du eine Ecke der Packung hochklappen und sie daran festhalten. Manche Autos haben ein kleines Kaffeetassensymbol im Armaturenbrett. Das gehört zum Müdigkeitsassistenten des Fahrzeugs. Verschiedene Hersteller rüsten ihre Autos mit dieser Funktion aus. Sie überwacht Geschwindigkeit, Radwinkel und Fahrspurabweichung und erkennt, wenn der Fahrer eine Pause braucht. Diese wird durch ein akustisches Signal und die kleine Kaffeetasse signalisiert. Produktaufkleber auf Obst und Gemüse stecken voller wertvoller Informationen. Befindet sich ein vierstelliger Code auf dem Aufkleber, wurde das Produkt konventionell hergestellt. In den meisten Fällen bedeutet das, dass Pestizide zum Einsatz kamen. Bioprodukte haben einen fünfstelligen Code. Die erste Ziffer ist dabei eine 9. Auch genetisch modifizierte Produkte haben einen fünfstelligen Code. Die erste Ziffer ist jedoch eine 8. Früher wurde Zucker in Form eines Zuckerhuts verkauft. Das waren große, harte Kegel. Um an Zucker für deinen Tee zu kommen, musste der Kegel erst mit einem Spezialhammer in handlichere Stückchen zerkleinert werden. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts erfand man die erste Maschine, die Zucker in Würfel schnitt. Dadurch wurden auch Lagerung und Transport einfacher.
Ein Loch am anderen Ende deines Schraubenschlüssels kann für etwas mehr Drehkraft sorgen. Schiebe einfach einen Schraubenzieher durch das Loch. Diese Methode hilft auch, wenn der Winkel ungünstig ist. Wenn du bei Dunkelheit fährst, kannst du leicht von den Scheinwerfern des Autos hinter dir geblendet werden. An einem manuellen Rückspiegel gibt es unten einen Kipphebel. Hinter dem Spiegelglas befindet sich ein reflektierendes Material. Wenn du den Hebel kippst, verändert sich der Winkel des Materials und die Lichter im Spiegel werden gedimmt. Eisportionierer gibt es in verschiedenen Farben. Die Farbe dient dabei aber nicht der Ästhetik. Sie steht für die Größe des Portionierers. So weißt du ganz genau, wie viele Kugeln du für 1 Kilogramm auffüllen musst. Wow, 1 Kilo Eiscreme. Ich bin dabei. Manche Deckel auf Schraubtuben haben oben eine Vertiefung mit einem kleinen Dorn. Er dient dazu, die Siegelfolie der Tube zu brechen. Die Tubenöffnung passt ganz genau in das Loch und der Dorn öffnet die Folie. So brauchst du sie nicht mehr mit den Fingern abzupulen. Der Buchstabe R in einem Kreis auf Verpackungen heißt, dass die Marke offiziell registriert ist. Der Markenbesitzer erhält durch die Registrierung das Recht, den Buchstaben auf sein Produkt zu drucken und darf jeden, der seine Marke unrechtmäßig verwenden will, verklagen. Der Tankstutzen hat eine kleine Metalllasche oder einen Haken am Griff. Er fixiert den Griff, sodass der Kraftstoff weiterfließt, auch wenn du loslässt. Dein Tank füllt sich von ganz allein und du kannst dich schon mal anstellen gehen. Münzen hatten früher unregelmäßige Formen. Ganoven nutzten das zu ihrem Vorteil und hobelten geringe Mengen des wertvollen Metalls von den Rändern der Münzen ab. Das war natürlich illegal. Um den Betrügern das Handwerk zu legen, wurde die runde Form entwickelt. So merkte man sofort, wenn sich jemand an dem Geld zu schaffen gemacht hatte. Diese 2 Löcher im Stiel eines Lollis dienen der Befestigung. Wenn der Stiel in den heißen Sirup getaucht wird, fließt die Lollimasse in die Löcher und wird fest. Jetzt kann die Leckerei nicht mehr abrutschen. Diese kleinen Stofffetzen, die an deiner neuen Kleidung hängen, dienen dazu, dein Waschmittel am Material zu testen. So ruinierst du nicht gleich das ganze Kleidungsstück beim ersten Waschgang. Die Löchlein an deinen Kopfhörern ermöglichen eine Luftzirkulation durch die Lautsprecher. Dadurch sind die tiefen Frequenzen besser zu hören und die Klangqualität wird spürbar besser. Meine Stimme würde natürlich auch ohne Löcher makellos klingen. Du kannst deinen Tacker so umbauen, dass er Dokumente nur kurzfristig zusammentackert. Man dreht einfach die Platte um. Die meisten Tacker bieten 2 Optionen. Auf der anderen Seite der Standardvariante werden die Nadeln nach außen gebogen. Dadurch lassen sie sich später leichter wieder entfernen. Wenn du das Erdnussbutterglas kopfüber aufbewahrst, sammelt sich das Öl am Glasboden und die feste Erdnussbutter ist oben. Hey, nicht lachen. Manchen Menschen ist das sehr wichtig. Mir nämlich.